Geh da nicht rein. Geh anderen Weg. Da wimmelt's von Syrer. Ach was, warum Syrer? Scheißegal, Mann. Verschwind jetzt, ich hab keine Angst. Geh Jugendhauslauf. Ich wollte nur sagen. Mann, wieso? Wieso gerade Syrer? Na egal. Scheiße, warum die von allen Syrer? Komm doch! Wegen die Syro. Gülemir! Hey, Schlakan! Hallo, hier! Hallo, Kermit! Warte mal! Ich wollte dich doch gar nicht anrufen! Du musst mir einen Gefallen tun! Nein, ich habe jetzt keine Zeit, hey! Du musst Fahrrad abholen! Was? Wen soll ich abholen? Fahrrad am Flughafen! Nein, hey! Ich kann dir nicht leiden! Morgen früh! Der hat mir als Kind immer auf die Brust gekackt, wenn ich geschlafen habe! Doch, du mach musst... das doch selber, ey! Nein, ich muss einkaufen gehen! Warte mal, nein! Die Angebote sind gut, du musst! Ja! Ja, okay, ciao! Ciao, okay, Scheiße! Sometimes the rough is over rough in the town and relax and sit back. We bring you 30 levels of wisdom. Track.
doing well, yep. I'm making moves like engine number 9 on the line. Can you find where the line ends? If not, buckle up, cause I make quick stops at the depot. People wanna jump on the bandwagon until the next train wrecks. They jock the now flavor. Next departure, I don't know the sign, but I know what time it is. I don't rhyme with his or her flow. Now you know. Hey, hello. Yeah. Guck mal, das hat sich abgecheckt. Ja, cool. Oh, danke. Ich muss meinen Cousin abholen. Der war noch nie in Deutschland. Fahrrad, ich bin's, Kermit. Hallo. Fahrrad? Sag mal, du bist doch Fahrrad. Hey, Lernordnung, kannst du nicht lesen? Nein, kann nicht lesen. Wer sind Sie? Ja, ich bin Kermit, Alter. Kermit, hä? Tag, ich bin Fahrrad, deine Cousin. Ja, also. Ah, Kermit. Alles klar bei dir? Ja, ja. Fahrrad, komm her, wir machen jetzt Kontra. Was sollst du sagen? Kommst gleich wieder zurück zum Postbus. Ich bin ganz friedlich. Ganz friedlich. Sag mal, was ist los mit dir? So verhalten sich Türken in Deutschland nicht. Stress, du grauer Sack. Was Stress? Ich fick dein Gesicht und brech deine Mutter. Ich kann das nicht so gut reden. Ich bin ein Außengeländer. Nazi. Letzter Aufruf für die Maschine nach Palma de Mallorca. Hey. Bitte geben Sie sich. Ey, lass gut sein. Wir wollen ficken und kein beschissenes Schlägern. Ist doch kacke. VfB. Ha! Hast du gesehen? Die haben voll Schiss gehabt. Ja, Schiss gehabt. Komm jetzt. War cool, wirklich. Ich zeig dir jetzt, wie man richtig cool ist, Alter. Verstehst? Es ist einfach unglaublich. Der kommt einfach kaputt. Guck mal, die! Denen zocken wir jetzt die Koffer ab. Ja, die Türken sind so. Das ist voll der Idiot. Die haben vorhin schon seinen Geldbeutel abgezockt. Du musst cooler gucken, böser. Fuck, Scheiße. Fahrrad zockt den Wagen, solange die alle zu mir gucken. Komm, zock. Say, what you want me to do? 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 Show what you can do. What you want me to do? What you want me to do? What you want me to do? What? Show what you can do. What you want me to do? You wanna play? Jungs, mille grazie, habt mir das Leben gerettet. Ja, das weiß ich aber. Ich weiß echt nicht, wie ich euch danken soll. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann sagt mir sofort Bescheid. Egal was. Ja, dann kannst du uns nach Winnenden fahren. Fahrt mal, das ist meine Tante. Das ist mein Cousin, der wohnt da. Kein Problem, ich muss auch in die Richtung. Ja, also dann fahren wir jetzt. Fahrrad, schnell! Oh mein Gott, die haben ja keine Ahnung. Ich muss schnell den Don anrufen. Ja, grüezi mal. Möde bitte.
gerne den Herrn Donnerwetter sprechen. Warum? Wir haben da ein mittelgroßes Problem. Komm, Bambini, mach bitte ein bisschen schneller. Was ist denn los? Kannst du bitte ein bisschen schneller machen? Ich habe echt einen wichtigen Termin. So many coffee. Andiamo. Was sind meine Koffer? Was sind für Koffer? Ach, die Tüten. Ja, die sind hinten auf dem Wagen im Flughafen. Oh, Scheiße, Dreck. Da waren meine Kleider drin. Ja. Ja, dann ist egal. Gehen wir. Zum Glück habe ich meine beste Anzug. Ich steig schon mal ein. Warum sitzt du hinten? Türken sitzen nicht freiwillig hinten. Komm raus, wir müssen um den Platz vorne kämpfen! Komm, kämpfen! Gut, kämpfen wir! Was, Mann? Was glaubst du, wer du bist? Du sitzt nicht vorne! Junge, ich sitz nämlich vorne! Fahr endlich los! Faccio cazzo. Fett. 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 Auto. Bist du eigentlich? Ich chiamo Angela Nervetta. Aha, Grieche, oder? Ma che Grieche? Ich bin Italiener. Stupido. Ach so, ja. Wir zwei sind Türken. Ah, si, si, hab ich schon gemerkt. Na, hast du ein Fahrrad? Oh, du hast aber schöne Sachen in deinem Auto. Oh. Hey, gib das her! Hey, was soll das? Verdammte Scheiße, du hast nichts in mein Auto gesehen. Ich bin Angela Nervetta. Ja, schon gut. Du, Kermit, ich habe gehört, in Deutschland gibt es viele gute Kindergeld. Weißt du, ich brauche schnell eine Frau. Schnell. Wir checken schon noch eine Frau für dich ab, Fahrer. Ach, übrigens, ich hatte gestern eine schöne Seniorita. Was für ein Mund, was für Augen, Madonna mia. Na und? Damit kannst du mir jetzt nicht imprägnieren. Ich habe überall Weiber. Bei S-Bahn, Weiblingen, Wienenden, Backnern, Fellbach, Schorndorf, Zindelfing, Ludwigsburg, Halschlag. Ich kann aussteigen, wo ich will. Ich habe überall Weiber. Na, wo fett viele Autos sind unterwegs. Fett, fett. Jetzt wird uns aber langsam zu fett, Mensch. Boah, fett. Hey, nimm dem doch mit! Das ist lustig! Hey! Das war aber ganz schön! Fett war's halt! Wo willst du hin? Sag schon! Hey, wart mal! Wo muss ich denn hin? Gerade hab ich's noch gewusst.
Weiß nicht. Sag schon, sag schneller. Hey, mach mal Piano, Alter. Hey, ich hab keine Zeit für diese Türken-Scheiße. Ich muss zu einem wichtigen Familientreffen, beeilt euch. Komm, wir nehmen dich mit. Komm. Ich hab Wichtiges zu erledigen und diese Idioten nerven mich. Na dann. Was ist das für eine Maschine dahin? Ist das für Musik und Stereo? Ja, hey, ich bin DJ Donnerfotze und ich scratch. Aha, Scratch. Scratch, ja. Ja, ist ja gut jetzt. Fahrrad, guck lieber hier. Das ist Fatma. Das ist unsere Tante. Da fahren wir jetzt hin. Und, wie findest du? Oh, nett. Schön. Oh, fett. Was fett? Die ist nicht fett, sag mal, spielst du, das ist meine Tante. Die ist nicht fett. Komm raus jetzt. Spitz. Sie. Hier, hol dein Scheiß aus dem Kofferraum. Beeil dich, ich bin schon zu spät. Ich komm zu spät zu meinem Treffen, Mamma mia. Und der hat meine Tante beleidigt. Gib schon her! Ja. Schau mal, das ist Fatma! Naja, ein bisschen fett ist sie schon. Was fett? Du hast keine Ahnung! Du strahlst nur, weil wir dir das Leben gerettet haben! Du bist nicht fett! Schrei nicht in mein Auto, ja? Ich hab schon Kopfschmerzen von euch, Madonna! Ja, ja, Leben gerettet. Allora, ok, va bene. Ah! Die Kinder kommen! Den gibt's ja gar nicht! Hallo! Der kleine Fahrrad! Hallo, Fahrrad! Hey, bitte, Finger weg von meinem Auto. Das gibt überall Flecken, hey. Und außerdem habe ich einen Termin. Ich muss schnell weg. Ja, ist ja in Ordnung. Kermit, danke, dass du Fahrrad abgeholt hast. Komm schnell ins Haus, ich mache einen Tee. Ja, Fatma, gleich, Moment. Schön verabschiede, türkische Ehre, weißt du. Also, Jungs, danke schön nochmal. Ihr wisst wofür. Ja, klar. Wenn ihr irgendwie Probleme habt, dann ruft mich an. Ja, Probleme, okay, alles klar. Aber Jungs, nur wenn das wirklich wichtig ist. Ja, hey, was vielen Dank für Fahren, gell? Bis dann. Wir sehen. Madonna, schon wieder eine Fahne weg. Bis zu meinem Vater, da muss eine Fahne drin sein. Schön freigeräumt, hier kannst du schlafen. Ja. Oh, schön, Mann. Hier ist sogar Toilette und sogar Wasser. Oh, schön. Groß und gemütlich hier. Du, Fatma, ich habe gehört, du hast keinen Mann. Du, in Deutschland gibt es schnell Kindergarten, weißt du? Hey, lass das, okay? Dann freut's mich, wenn dir gefällt. Die Kinder gehen jetzt ins Wohnzimmer und Fatma macht einen türkischen Tee. Okay, Fahrrad, komm, wir gehen. Ja, aber wir gehen jetzt einen Tee trinken. Oh. Die Kinder, die ist doch okay? Ja, ist okay. Ja, komm schon rein. Fatma, du machst Tee, okay? Oh, schöne Wohnung hier. Ja, meine Gute. Geht's so. Wirklich schön. Ist ganz okay. Besser wie in Türkei, Anatolia. Ja. Weißt du, da habe ich nur Lehmütter gehabt. Ja, ja. Weißt du, ich glaube, ich bleibe für immer in Deutschland. Ich schwör dir. Cool. Ja, Papa,
Oh. Du, Gülamin! Hey, hey, Gülamin! Gülamin, alles klar! Oh. Ja, ja! Ja! Oh, Gülamin! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ist das deine Cousine? Das ist auch eine Tante von mir. Ja, aber die ist nicht schlecht, du. Hey, gibt bessere Weiber in Deutschland. Ich zeig dir das. Ja, aber ich brauch schnell! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Gülamin, wie wär's, ne? Ja, ja! Ja! Oh, komm! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja! Türkisch! Ja, weißt du, Fatma hat mir schon das Zimmer gezeigt. Ich hab echt schöne Schlafzimmer. Also, wenn du willst, ich bin bereit. Hm? Was bereit? Ja, ich hab dir doch gesagt, lass die Fahrrad. Wieso? Ich brauche Frau. Lass, okay? Wieso denn? Ah, meine Schwester Gülhanin ist gekommen. Hallo! Haben wir einen guten Tee gemacht? Oh, Tee. Ich kann hier kannst du trinken. Ah, komm, Gülhanin, Bulle, Bulle. Hallo! Bulle, 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 Bulle. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, die Kinder. Danke, Gülhanin. Brauchst du Zucker? Nein, danke, keine Stückchen. Ja, ja, und war ein sehr hübscher Junge, wo hat euch gebracht gerade? Sehr hübsch. Was? Hübsch? Italiener ist ein Idiot, Mann. Dem haben wir das Leben gerettet. Ja, Leben gerettet. Ja, das Leben gerettet. Nichts hübscher, Mann. Hm? Dann gehen wir einkaufen. Ja, viele Angebote. Ah, neue Angebote. Ja, ja. Neue. Ja. Oh, billig, billig, ja. Sehr gute Angebote! Ja. Geh schnell einkaufen! Ja, einkaufen. Komm schnell! Gülani, schneller gehen! Einkaufen! Du, rufen wir deinen italienischen Freund an, mir ist langweilig. Ja, können nicht italienische Freunde anrufen. Guck dich an, der hat gesagt, erst andere Klamotten. Was andere Klamotten? Wir können Klamottenladen abzocken gehen, überfallen wie Coolio, weißt du? Was denn? Coolio? Was ist Coolio? Was ist Coolio? Coolio? Coolio ist... Gut, der ist voll cool. Deswegen heißt der ja auch so. Ja, Alter, so machen wir das. Wir nehmen Fatma sein Auto. Komm jetzt. Ja, ich komm ja schon. Warte, ich hab noch Hunger geschwind. Warte. Komm, Mann. Ja, ist schon gut. Oh, Mann. Ich heiße Eugen Molleknoll. Klaus Mauch. Und das ist mein Flipperle. Nett. Hätte ich auch gern. Wie geht's eigentlich im Cheddar-Club? Gut, alles klar wie immer. Könntest du dein Cheddar aber schon mal wieder rasieren, gell? Ja, ich weiß. Aber dass es kein Cheddar ist, sondern Audi, das weiß ich auch. Doch, ist. Nein, 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 ist nicht. Doch, ist Cheddar. Ich halt einen und rasiere ja schon. Jetzt machen wir korrekte Gangstation, ja? Ja. Scheiße. Fatma, sein Auto ist ja gar nicht da. Die ist ja einkaufen mit Gülhanin. Verdammt, ist nur der Wohnwagen da. Wohnen im Wagen? Lustig, da kann man auch fahren damit. Nein, man kann nicht damit fahren. Komm, gehen wir Bahnhof Fahrrad. Gut, gerne. Hast recht, Klaus. Das wird mal wieder Zeit. Was ist denn das? Das ist geschickt. Scheiß Bahnhofe. Guck mal da, der Depp. Oh. Den hab ich schon mal gesehen, das ist voll der Depp. Den zog ich jetzt das Auto ab, ey. Ein Depp? Was ist das? Mann, ey, Fahrrad, ein Depp ist ein... Du bist auch ein Depp. Ah, das ist gut. Depp sind lustig. Kanake. Du musst besser gucken, Mann. Stärker. Schlimmer. Schmeißt du den anderen Depp weg? Oh, ich mach jetzt dein Auto ab! Au, 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 mein Arsch! Au, mein Arsch! Au, au, au! Aua! Aua! Mein Cheddar! Aua! Thank you.
Okay. Diese Bilder haben wir gerade von dem Flughafen bekommen. Wir sorgen uns auch in die Schweizer. Forse sono in Türkei. Quelli che ha preso i soldi deve pagare. Ma deve pagare anche con la vita. I soldi, un anno, Gino, è un anno di lavoro. 3 milioni di marche debbono tornare di nuovo. O con la vita o con la morte. Le soldi le voglio qua. 3 anni di lavoro, in 10 minuti. Psst. Ci abbiamo fatto fregare. Wo ist eigentlich Angelo? Questi soldi. Psst, Giovanni, nicht schandire. O con la vita o con la morte. Allora, ragazzi, finti di 2 bastardi. Und mach das Foto weg! Ich will gar nichts mehr sehen! Va bene, Don. Hey, ciao, alles klar? Wie geht's euch? Buongiorno, papà. Entschuldigung. Adesso no! Perché sei in ritardo? Perché sei andato in giro con le puttane? Koffisch weg! Was? Ich hab den Koffer selber mit meinen Händen auf den Wagen getan. Nein, die Koffer ist gestohlen. Das kann nicht sein. Otto! Scusa, Don Erwetta, ist das alles? Können wir gehen? Ja, kann ich gehen. Nein, du bleibst da, mit mir muss man reden. Mal auf, die Arsch, man. Türken sind so. Wie cool, ja. Du, schau mal, die ausländischen Verkehrsteilnehmer wollen uns vorbeilassen. Ach, die wollen's auf den Arm nehmen. Ach, das glaube ich nicht. Ja, fahr ruhig, trau dich. Ach, dann fahr halt. Ich sag, das sind Kanaken und die wollen's verarschen. Kanaken? Fabian, höre ich da einen rassistischen Unterton von dir? Lass uns bitte später darüber reden, Meister. Fahr jetzt, Mann! Fahr doch dann! Oh Mann, jetzt gibt's Stress. Ich glaube, das war ein Versehen. Mit denen kann man reden. Hey, was geht mit euch? Ihr habt keinen Vorfall. Junge, Junge. Hallo, mein Name ist Malte. Schon mir egal. Und lass dich hier nicht mehr blicken, du deutscher Kartoffelbrillenmischkäfer. Hast du gesehen? So, und jetzt können wir drüber reden. Richard, was soll das? Was machst du, wo ich war? Ich glaube, ich bin Alassar Karras. Genauso. Wie cool, ja. Du kriegst auch so eine Strumpf? Brauchst du nicht, ich kenn ja sowieso keinen. Ja gut, praktisch. Oh! Wo ist der Pilgerschuh? So, ihr Kartoffeln! Wir sollen überfahren! Überfahren! Wir zocken jetzt gleich alle eure Klamotten ab, ja? Wir zocken alle ab, ja. Scheiße, du! Das ist ja gar keine Bedienungskartoffel da! Ja, wollen wir keine Überfall machen, ne? Ja. Komm, wir gehen. Hoch!
Wirtschaft. Ja. Hallo, die Herren. Ja. Ah, und was für zwei hübsche Boys. Besonders Sie haben diese Entenarsche. Kern, was ist das? Frag mir dich, du Regal, hier mach's kaputt. Schießt du rote Kartoffel? Rote Kartoffel! Nimm die Klamotten mit! Die hat Alice ganz genau gesehen! Und mein Vogel, der Pauli, hat auch Alice gesehen! Schon wie sie da reingegangen sind, waren sie mir nicht ganz suspekt! Und wissen sie auch warum? Weil sie Kanacken sind! Aha, was hast du gesehen? Komm mit, du Hahn! Oh. Die dreht ja, die kommen ja zurück, die dreht ja um die Kanäle. Ja, ja, du kannst jetzt gleich voll erleben. Ja, erleben. Grüß Gott, Sie sind aber nette Zigeuner. Was sind wir nett? Wir sind nicht nett, wir sind voll schlimm. Ja, ja, schlimm. Ja, Junge, Junge, was guckst du? Schöner Vogel da. Oh, wie bist du? Lass doch den scheiß Vogel! Ah, wir sind ja gerade beim Stressen, Mann! Oh, komm, Butschi, komm! Türkische Donnerrotflügel! Wie heißt denn du? Ah! Du scheiß Vogel! Scheiße Dreckvogel! Das hast du gut gemacht, Pauli. Into the mind of a maniac, doomed to be a killer since I came out the nutsack. I'm in a murderous mind state with a heart full of terror. I see the devil in the mirror, buck, buck, lights out. Cause when I grab my sword off, niggas get hauled off. Barrel one, catch a motherfucking flesh. Ah, was machst du denn? Ich hab Schmerz. Olum, warum stellst du dich immer so blöd an? Du hast doch gesagt, wir sollen den Italiener anrufen. Jetzt haben wir ja gescheite Klamotten, verstehst? Hey Italiener, ich bin's, Kermit. Komm, hängen wir ein bisschen zusammen rum. Uns ist voll langweilig gerade. Ja. Hey, du hast gesagt, wenn wir dich brauchen. Ja, ja, bei Fatma treffen, ja. Sag übrigens auch, dass ich mir jetzt dicke Omelette wachsen lasse. Ja, ist okay. Ja, treffen uns. Ciao. Dass du angenommen hast. Ich habe schon sehr große Schmerzen. Stell dich nicht so an, Mann. Ein Gangster muss das aushalten. Bind das drumherum. Ja, gut. Strumpf, ey. Muss aushalten. Ah, ja. Wie Coolio. Ja. So. Ja, Mann, Coolio. Du bist ein Stoffmeier, bevor ich in 10 Stunden gehe. Die Stimme ölen! Willst du auch einen Schluck? So! Jetzt aber gut, du Suffkopf! Kannst du Hals auch nicht voll kriegen, oder? Du, Paul, hä? Du stinkst noch Schnaps! Du Suffkopf! Auf sowas kann ich verzichten! Kannst gucken, wie du Leute zurechtkommst! Schwarzbraun ist die Haselnuss und auch ich. Oh Mann, das ist doch scheiße, ey. Ich bin aufs Kreuzfest, verdammt. Italiener ist bestimmt schon bei Fatma. Scheiß Auto, was fällt denn hier ein? Oh Mann. Oh.
Also, da vorne ist der Italiener. Wir gehen jetzt aufs Volksfest. Ist geil, komm, lass das Auto stehen. Geh doch vor Vollfest. Hey, Anschi! Hey! Oh, ist locker geworden. Sorry, wo? Ist mir doch egal, was weiß ich überhaupt, Mann. Ich muss passen. Jebati! Was machen wir hier eigentlich? Komm raus! Willst du hier parken? Das ist doch scheiße, das ist noch voll weit her! Hey, vorne gibt's keinen Parkplatz. Ja, toll gemacht, Eber. Aus, wenn wir dich nicht mit euch gesehen haben. Und Jungs, ich bitte euch, blamiert mich nicht, ich kenne viele Leute auf dem Fest. Auch Mädchen. Hey, wieso denn blamieren, Anschi? Ihr habt doch auch viele Weiber, hey. Wahrscheinlich mehr wie du. Ja, ich glaub dir schon. Von mir kannst du noch was lernen, hey, glaub mir. Hat er irgendwas gegen uns gesagt? Gegen Türken? Gegen meine Hose? Nein, Fahrrad, schon okay. Geh mal. Ja, so also gut. Ein bisschen benehmen. Nein, können wir nicht. Nein, kommen wir nicht. Das ist nämlich schlimm. Ja. Weißt du überhaupt, was wir gerade gemacht haben? Eine Klamottenladen überfallen, wie cool, ja. 10 Syrer weggeschossen, mit Knarren und so, korrekt, ha? Hey, solche Sachen interessieren mich nicht. Was ich will interessiert? Davon nichts hören. Hey. Mann, ich habe das extra nur für dich gemacht, Mann. Alles gestohlen hier. Ich. Ich war so glücklich mit meinen alten Klamotten. Einer hat sogar meine Finger weggeschissen. Genau. Ja, okay, danke. Ey, Jungs, ihr zwei seid einfach die Besten. Ja, an die haben, ja. Die haben genau. Kerbe, Humala, da liegt Geld. Ja, das ist jetzt mein Geld. Wieso dein? Ich bin halt so, tut mir leid. Aber nein, das ist doch mein rechtmäßig erflötetes Honorar. Was Horror, Honorar? Scheiß Kartoffelwörter. Du bist der Horror, guck dich mal an, Junge. Du bist hey, so schön. Kerbe, lass den doch. Komm, gehen wir weiter. Was machst du eigentlich, ey? Wieso, in der Türkei war ich Sieger hier. Das machen wir jetzt kaputt. Hilfe, meine Flöte. Junge, du kannst jetzt voll erleben. Junge, was soll das, hä? Hey, komm, lass den doch. Komm, wir wollen aufs Fest. Gehen wir, komm, lass den. Hey, warum machen mich die scheiß Kartoffeln nur so blöd an? Egal, Kermit, komm, ist nichts passiert. Aber wenigstens habe ich die Flöte, hä? Ja, wenigstens das. Komm. Es war eine schwere Geburt. Hallo, Vater. Ich bin so glücklich. Ich hab dir Blumen mitgebracht. Oh, sei Geld, Kind. Das ist der kleine Vater. Oh, schöne Kinder! Marat, was ist denn los eigentlich? Komm jetzt! Ja, Fatma, Kermit, hab ich was für was anderes gesagt. Ja, ist okay jetzt. Gibt es lieber mir! Hey, bist du? Bist du? Gib es jetzt her, du Arschloch! Hey, was soll das? Was? Tut mir leid, Signorina. Ja. Hier, das sind Idioten. Ich kaufe dir ein neues. Tut mir leid.
Mir bitte ich. Boah, bist du schwul oder was? Seid ihr eigentlich blöd, Stupidi? Was macht ihr für Scheiße? Was blöd, die arme Signorina. Was macht ihr? Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Ihr seid doch blöd. Ja, dann geht doch. Banshee. Banshee. Er scheint nicht cool und kein Türke. Ja, keine Türke. Oh. When the life is famous, I wanna be a star. Gotta be a star. Hey, da ist Schirkan. Mit denen habe ich jetzt keine Zeit. Komm, geh mal da lang. Servus, servus, was? Ich hab coole Sachen. Ja, hey, Schirkan. Alles klar bei dir? Was willst du? Ich hab doch auch schon eine neue Ware, Mann. Ich schwör auf Leben von deiner Mutter. Muss ich dir noch zeigen? Ja, komm, zeig schnell. Ich hab nicht so viel Zeit, Schirkan, weißt du? Also hab ich hier Wischiwaschi, dann hier Brutze, Mini-Baseballschläger, voll geil. Und hier, voll korrekt, Bombe aus Krieg von Nazi, weißt du? Voll krass. Und das Beste hier, Rambo 3. Ja, toll, Schirkan. Oh, das sind sehr gute Sachen, sowas die fließt doch rein. Ach, was, da hat er die doch her, Fahrrad. Jetzt pass auf, Kermit. Jetzt kommt, hab ich Hamster. Richtig, gell? Ha, aber jetzt pass auf. Hab ja noch einen, wo Krebs hat. Ich bin 2 Tagen tot. Voll der Partyschreck. Lautstock! Ach, nimm das weg! Hey, was ist das hier? Fahrrad! Weißt du, was das ist? Das ist ein Dornenrotflügel. Nein, Mann! Da ist dein Finger drin. Wir brauchen das. Hey, Schirkan. Nein, nein, Mann. Ist glatt neu. Gib ihn nicht gern her. Ja, aber wegen dem Finger, der braucht den. Hast du Geld oder willst du tauschen? Ja, warte. Ich geb dir das dafür. Ja, lebst du mich nicht mehr. Ja. Ist korrekt, oder? Okay, ja. Ja. Ist doch korrekt der Deal, oder? Ja, okay. Guck, Fahrrad, ist dein Finger. Korrekt, oder? Oh, schön, super. Ja. Wie kriegen wir den jetzt aber wieder dran? Ach so, ja. Schirkan, hast du, ich weiß nicht, Fingerankleb-Creme oder irgendwie sowas? Schirkan hat alles, Mann. Na, gib das her, das brauch ich, Mann. Hast du Geld oder willst du tauschen? Warte. Ich geb dir ein Dornenrotflügli, ha? Ja, Mann! Gerade neu gekriegt! Ja, geil! Also, ciao, ciao Schirkan! Ciao, ciao! Geisterbanane. Oh, die Tür klappert auf. Hallo, der Knurrkalle. Knurrkalle. Nein, Sonderwetter, was sagst du? Ist der mir ein Ohr frei? Überleg mal. Mensch, bin ich fett. Junge, ich glaub, du spinnst, du vergraust meine Kunde. Schaff lieber, was du sitzt, bis er der Gorilla steht schief oder wer läuft aufs Dach. Nimm zum Beispiel an mir das in die richtige Schaftratze. Aber Vati, ich möchte doch viel lieber musizieren. Nix musizieren, schaffen, schaffen. Du bringst jetzt den Werwolf auf. Scheiße, was seid ihr bloß falsch gemacht? Meine Stimme kannst du nicht hören. Alle Gosch. Ihr Kinderlein, kommt doch ein. Zu Krippe, Hey, was ist das? Was denn? Wo ist der Box? Das ist eine Geisterbahn. Geisterbahn? Was ist das? Das soll einem Angst machen. Das ist aber nichts für uns. Wir sind Türken. Türken haben keine Angst. Komm jetzt. Ich hab keine Angst. Nein! Komm jetzt. Das sieht aber gefährlich aus. Ach.
Hallo, Fahrrad. Ich fresse Türken. Das ist schon gut, aber bleib in der Nähe. Du schon wieder. Gib Zigaretten für Makisa. Ja. Gib 7 Stück. Genau, 7 Stück. Aber ich brauche doch gar nicht. Aua. Ich würde meine Stimme niemals ruinieren. Aua. Mach keine Zigarette. Nächstes Mal, wenn ich wiederkomme, raus. Ja, genau. Okay, mach ich. Was machst du? Das meinst du nicht wirklich? Willst du mich eigentlich produzieren, Junge? Hey, ich glaube, der will mich produzieren. Dich auch, Junge. Hey. Was ist los, Junge? Hilfe, Hilfe, Junge, Hilfe. Junge, komm her! Wir, du weißt, ich doch kein Nackel treffen in meiner Geisterbahn. Und was machen die mit meinem Junge? Hilfe! Wo sind die? Lass es mich endlich in Ruhe! Junge, was machst du für eine Scheiße, ey? Was soll das eigentlich, ey? Ich schlage euch aber an. Oh, ich war abscheinig. Hey, ihr Kanacke, ich krieg euch gleich! Ich schlage euch zum Kribbel! Hey, kommen her! Ich sag's euch! Haut bloß auf, dass ich nie mehr in meinen Geist überblicke! Sauber! Da ist eine riesen Kartoffel hinter uns her! Komm! Was habt ihr gemacht? Ah, ist wieder dran! Prächtig! Hey, was ist da eigentlich passiert? Weißt du, wir waren in einer Geisterbahn. Da kam eine riesengroße Geisterkartoffel hinter uns her. Ich hab dir doch gesagt, ich hab Angst gehabt! Hey, hör auf, Mann! Ich hab keine Angst gehabt! Ich bin nur mitgerannt, weil ich hab nicht gewusst, was du eigentlich drauf hast. Was drauf? Hey, was Geistkartoffel? Was ist passiert eigentlich? Da eine riesengroße Geisterkartoffel, weißt du nicht? So groß! Ja, okay. Oh, was so schlimm war das, du schlimm. Ja, das ist ja Geister, gut aber schlimm, ey. Ich hab so Angst gehabt. So. Stell dich nicht an, ich hab fast in die scheiße Hose, scheiße Hosen gekriegt. Ja. Oh. Was wollen die? Hey, das sind meine Männer. Ich weiß nicht, was die wollen. Wartet hier, ich rede mit ihnen. Hey, Leute! Hey, Luca, was ist los? Die zwei Türken haben unseren schwarzen Koffer. Angelo, würdest du nicht immer kommen zu spät, hättest du Foto gesehen. Immer das Gleiche. Was? Die haben den Geldkoffer geklaut. Also doch! Und ich habe ihn beim Flughafen selbst reingemacht. Scheiße. Warte. Hey! Hey, die Griechen oder die Italiener oder was das ist, sehen gefährlich aus. Ja. Ich habe Angst, die haben auch Knarren. Viele Pistolen, schnell. Fahr lieber los. Ja, schnell. Hey, komm los, die Gang, mach es nicht noch schlimmer. Hey! Was ist das? Zwei Kretini, meine Knarre im Auto. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Hey, wird gerade rot. Wir haben die abgehängt, weißt, weil sie dumm sind. Komm schnell raus, Kontra tanzen, solange rot ist. Komm schnell, Kontra. Ja, hey, die holen auf! Warum haben wir keine Knarre? Verdammte Scheiße, wir brauchen... Der hat eine Knarre! Ja, steht. Kannst du schießen? Ja. Aus dem Fenster, komm! Ja, klar, ich kann schießen, ich habe immer genug noch geschossen! Auf den Glatzkopf, ist wichtig, komm! Ich schieße genau auf Auge! Ja, fahrt weiter, komm!
Egal. Ist arg. Wir sind nämlich auch beim Vesper. Ja, es ist arg, Sie inkompetenter Fettarsch. Ah, mach den Drach aus, das brauchen wir nicht. Ein bisschen langsamer. Wo ist denn die scheiß Straße? Ja, da fragst du Falsche, das weiß ich nicht. Da frag mal da an der Tankstelle. Aber erst mal heim umziehen. Ja, aber... Ja, dann fahren wir halt da hinein und fragst nach der Straße. Also gut. Ja, hi, wir können die mitnehmen. Ich habe hinter ein paar Liga drin. Und der fährt. Okay, aber da muss noch jemand mit. Ja, hi, nein. Nochmal eine. Das wird doch fest. Scheiße, die sind immer noch hinter uns her. Was wollen die bloß? Scheiße, kein Sprit mehr. Das reicht nicht. Fallen die Ausfahrt rein. Da sehen die uns nicht vielleicht. Ey, ihr zwei Idioten, was macht ihr eigentlich für Scheiße? Hansi, schieß dich, ist mir scheißegal, ey! Vorsicht, ey! Blödmann ist doch schon verfallen! Scheiße! Komm, raus, schnell! Schnell, komm! Ja!
Beeilung, mach schnell, komm raus! So, Turco, andiamo! Was haben wir gemacht eigentlich? Alter, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich hab euch nichts abgezockt! Ich hab auch nichts mit deiner Frau gemacht! Ich hab noch nie gefickt, ey! Du, Schimmel, ich nix gefickt, keine Kindergeld! Mann, geh Katze frei. Sollen wir diesen stupiden Turco jetzt erschießen oder was machen wir? Gucken wir in den Kofferraum, wie es dir geht. Das ist mir scheißegal, was mit diesen zwei passiert. Ich will nur meinen schwarzen Koffer. Komm, schauen wir in den Kofferraum. Ja, Schimmel. Das mit dem Auto reden wir später. Scheiß Kriechen, ey. Nur meinen schwarzen Koffer. Dumm genug, dass er die ganze Zeit hier drinnen war. Wo ist der schwarze Koffer? Der schwarze Koffer, der gehört mir doch gar nicht. Nimm ihn doch, ich habe ihn am Flughafen einem abgezockt. Zum Spaß, weißt du? Da ist er. Merda, wo ist der Koffer? Non è possibile. Ich weiß das nicht, ich weiß das wirklich Kein nicht. Fall, ich weiß nicht. Hey, ciao. Ich weiß das hey, nicht, Angie, ich weiß es wirklich nicht. Hey, ich habe eine Idee. Der scheiß DJ, den, wo wir mitgenommen haben. Kein Fall, mitgenommen. Wo, in den Kofferraum, oder was? Nein, der hat seinen Plattenteller in den Kofferraum getan. Ja. Und der hat wo ist dieser DJ? Hey, ganz cool, okay? Skimmet, Glatzkopf. Wir finden deinen Koffer. Ich habe eine Idee, das weiß ich von Film. Wir fahren einfach dahin, wo wir den zuerst gesehen haben. Den DJ. Ja? Wo wir den mitgenommen haben. Okay, Gino, non ti preoccupare. Sag meinem Vater, der Koffer ist heute daheim. Okay, ganz sicher. Und jetzt brauchst du keine Sorgen zu machen. Hey, jetzt braucht ihr mich wieder, oder? Sag meinem Papa, er soll sich keine Sorgen machen. Ich beeile mich, okay? Va bene. Okay. Also, ciao. Hey, du, stupido. Komm her, Fahrrad. Haha, du sitzt hinten. Haha, Türken sind so. Du, was machen wir eigentlich hier? Wir haben ihn doch als erstes gesehen. Wen gesehen? Den DJ, den blöden DJ, der meinen Koffer hat. Du, den DJ? Ja, Fahrrad, ich weiß. Ich weiß das, Fahrrad. Ja, bravo. Wo ist hier der DJ? Ich sehe keinen DJ. Lauter Pillen sind hier, aber kein DJ. Aber eine super Idee von dir, Kermit. Ja. Aber hey, ich habe jetzt wirklich eine sehr gute Idee. Wir nehmen einfach welche von den Pillen. Dann sind wir so drauf wie der DJ. Dann denken wir so wie der. Dann finden wir den. Gut, hä? Fahrrad, komm, steig aus. Okay. Oh, Pillen. Oh, na, gut so, Fahrrad. Oh, Pillen. Oh, schöne Pillen. Das darf doch nicht wahr sein. Ihr seid zu dumm. Wieso ist das dumm, Angie? Hey. Wir sind überhaupt nicht dumm. Nur weil ich draufgekommen bin, oder? Weil überhaupt nur Türken auf sowas draufkommen. Ja, ja. Türken nur. Friss nicht alle weg, Mann! Ich will auch wissen, wo der ist. Oi, oi, Mine, Fatma, Fatma, Mine. Ich glaube, ich träume. Du brauchst dich halt nicht. Zufala! Obwohl es mir meine Mutter verboten hat? Hm.
Den werde ich meiner Mutter mitbringen, da wird sie sich aber freuen. Komm her! Fick dich! Hilfe! Susur, komm her! Hilfe! Fick dich! Zeig Arsch, komm her! Gib Arsch! Arsch hoch, komm her! Wir ficken! Rutsch! Nein! Komm her, fick dich! Sur! Fick dich! Fick dich! Hilfe! Fick dich! Sur, fick dich! Limo! Purzel, sur! Sur! Ich fick dich! Hilfe! Zeig Arsch! Gib Arsch! Dach, Uwe, du weißt ja gar nicht, in welcher Gefahr du dich befunden hast. Das ist ein syrischer Raubelefant. Aber jetzt bin ja ich da. Bring dich in Sicherheit. Komm, ich mach das schon. Fick dich, komm her! Pass mal auf, was ich mit dir mache, du hast ein Wurstgesicht! Fick dich, Junge! Fick dich auf! Komm her! Was ich gehört, was ich gesagt habe! Fick dich, komm her! Super, Lan! Fick dich! Fick dich! Fick dich, Mann! Komm her, du Superlord! So Nasenvisage, nimm das! Oh, Scheiße! Richtiges Netz! Zero! So! Und gleich nochmal, draufhauen jetzt! Und wieder mal hat Superlan eine heiße Kartoffel aus dem Feuer geholt. Alles okay, Baby. Alles wird gut werden. Danke, Superlan. Ich hatte so furchtbare Angst. Psst. Schon okay, Kleines. Komm mit, Baby. Ich bring dich dorthin, wo scharfe Dönersoße und Knoblauch-Joghurt-Getränke in Massen fließen. Hey, Kermit, wach auf! Verdammte Scheiße! Kermit, wach auf! Hey, ist ja schon okay. Ich spür schon, wo der ist, der DJ. Kermit, Scheiße! Wir müssen uns beeilen! Wir haben einen Auftrag! Ja, verdammte okay. Scheiße! Ich weiß. Aber jetzt fahren wir erstmal in deinen Laden. Den kenne ich ziemlich gut. War selber nie dort. Sind nur Deutsche da, fast. Aber warum? Ja, egal. Gehen wir. Hauptsache, wir gehen. Fertig, geh rein. Andiamo, fahren! Was? Hey, was ist los? Ja, nichts. Ich hab Zyro, Italiener, Famo, hä? Ja? Du bist total dicht. Ja, bringt mir 43 mit Milch und... Ja, 2 Pfanne Bier. Komm her! Ja. Sehr schön, komm, ich krieg dich schon! Ja! Komm her, du Fotzmann! Komm her! Und rein in die Donnerfahrt, was geht? Also, Gräfin! Wo ich dich hinbringe, da wirst du einen Haufen Kohle bringen.
Na, aber bestimmt voll viele Ausländer. Aber das ist doch voll süß. Ja! Was ist das? Psst! Gib mal Ruhe, gell? Hallo, ich hätte gern ein kleines Spätzle mit zwei Roller, bitte. Ja. Guck mal, ich muss dir einmal was zeigen. Guck mal. Ja. Halt, stimmt, das ist echt voll blöd. Schon der Spalto. Guck mal, voll süß. Rauchen anfangen. Ich weiß nicht. Komm, komm mit den Zigaretten kaufen. Okay. Oh, warte mal. Ich muss noch schon Geld setzen. Bin gleich wieder da, ja? Okay. Mach deinen Schluck. Mhm. Du Mietzi. Ich bin Muschi. Aber weißt ja. Los, Musik! Komm, Fahrrad, schnell, ey, was soll das? Hallo! Anschi, wenn wir da jetzt reingehen, das, was ich vorhin gesagt habe, wegen Ficken und so, stimmt nicht. Ich habe schon sehr oft gefickt. Das habe ich nur gesagt wegen den Idioten da, weißt du? Was Idioten? Das sind meine Männer. Ah, lass das nie wieder. Hä? Wie kennen denn? Ach, hau ab, ey! Komm, sag mal. Was wir hier wollen. Ja, jetzt komm mal. Hier soll mein Geld sein. Leicht. Hallo, wie geht's? Klappt gut? Komm, Fahrrad, lass die zwei Idioten. Die sind Erdhahn und Schlechthahn. Die wollen so cool sein wie ich, da mit Idioten. So, komm da mit rein. Die müssen schon draußen bleiben. Krass. Ah, gut, krass. Die machen jetzt. Check mir erst mal, was für los ist, ey. Hey, vergiss mein Koffer nicht. Ja, schon okay. Verloren, Türken zieht so. Cappuccino verloren. Lauf noch ein bisschen rum. Fahrrad, komm auf mich. Nein, auf mich fahren. Komm jetzt. Ja, du laufen. Guck mal, das sind Ausländer. Hallo, ich bin Carmen. Ich bin die Melli. Ich bin Nadine. Oh. Ihr habt zwei schöne Augen, wenn ihr lacht. Du aber auch. Ja. Du bist aber auch kein Deutscher, oder? Nein, natürlich nicht. Ich bin. Stopp! Wir wollen raten. Okay. Italiener? Nein. Ja, was? Griechenländer? Nein, natürlich nicht. Ja, schneller. Albaner? Nein. Nein, ich weiß, du bist bestimmt Tokio. Ja, klar. Was denn sonst? Ich bin verauglich, ein richtiger Deutscher. Mein Opa-Kollege ist Österreich. Hey, Alter. Ich bin DJ Donald-Fatze. Ich hab fett geile Platten. Ja, ist okay, ist okay. Hey, nimm sie mal. Komm. Fett geil. Ey, lass mich mal hier auflegen. Dann halt nicht, Mann. Da heißt dein Scheiß, Mann. Ja, ist ja gut jetzt. Komm, jetzt gehen wir zu mir. Ich habe auch coole Kassetten daheim. Rap und Elektro und so. Wie lange dauert denn das, Kermit? Ja, schon lang. Wegen zwei, weißt du? Aber dann muss ich erst zu Hause anrufen und fragen, ob ich bis um 9 draußen bleiben darf. Geht das? Ach Gott.
Der DJ! Warte! Gerrit! Hey, was ist denn los? Sind heute da alle voll fake, Mann. Hey, il DJ qua, vieni subito! Ja, schon okay, gut, wir rufen dich an. Schnell, ja. Geh mal zu deinem dummen Kopf. Ja. Ja, aber die Weiber. Na, nix Weiber. Schau mal, wer da ist. Ah, wer ist das? Hey. Der DJ. Der DJ. Hey, was ist das Kopf, hey? Hol den silbernen Kopf in mein Auto, die Waffen. Hol sie, aber schnell, hol alles, was du willst. Ihr hört, dass sie getroffen. Oh Mann, ey, das ist so ein Scheiß. Scheiße, schon dunkel, Mann, oder was? Hätte halt echt was werden können mit die Weiber. Scheiß Italiener, keine Ahnung von Frauen. Ja, DJ, hätte echt was werden können. Dann wirft halt was mit uns. Halt mal, wie schäkel ich hab. Also. Cool! Nehme ich gleich mal für mich. Ah, da bist du ja wieder! Was willst du schon wieder her? Du hast mir überhaupt nicht so wenig mit dir. Ja, und? Das eigentlich? Ja, und? Ich bin ein super Typ. Gut, Mann! Ich bin schon ein bisschen rauf, Katze. Aber eigentlich, der letzte Schrei. Nein! Das war der letzte Schrei, du Arschloch! Wo bleibt der eigentlich? Wo bleibt eigentlich? Das ist ja so prima, Mann. Bitte nicht so laut, ich habe Bock. Ja, komm, sei ruhig. Hey, bin wieder da, Angie. Ich hab die Waffen, ey. Hey, ruhig, das hört jeder. Na und, ich bin schlimm. Hey, zeig mal, was da drin ist. Ja, okay. Aber nicht hier. Komm unter den Tisch. Komm, schnell! Du musst nur das machen, was der sagt. Ja, komm, schnell! Komm, Fahrer! Ah, was? Scheiße, die sind alle weg. Der DJ ist weg und mein Geld auch. Das hier ist niemand mehr. Nur wegen euch, zwei Idioten. Ja, hey. Ja, du Idiot. Sei vorsichtig, okay? Archie, ich hab das auch nicht gewusst. Ah, komm, sei ruhig. Hey, was ist denn hier los? Feierabend, zack, zack, raus. Ja, ist ja schon gut. Hey, was ist hier los eigentlich? Fahrrad, komm lieber schnell weiter. Okay. Bitte weitergehen, hier Platz machen. Hier gibt's außer einer toten Tunde nichts zu sehen. Weitergehen. Bitte weiter. Okay. Eine fett tote Tunde, Mann. Fett. Willkommen. Ja, Mann. Wow. Unfett, Mann. Bitte Platz machen, hier weitergehen, bitte. Ey, die scheiß Bullen, ey. Der Herr von Polizei hat mich sogar geschubst. Wo bleibt eigentlich der Italiener? Mann. Komm. Ah. Du scheiß Dieb, du. Glaubst du kannst mich verarschen, ha? Alter, bist du unfett, Mann. Mach mal ganz cool. Halt dein Maul. Und jetzt gib mir sofort meinen Koffer, sonst bist du ein toter Mann. Genau. Du DJ. Hey, Mann. Wirklich, ey. Ey, was denn für ein Koffer, Mann? Erzähl mir nichts! Ich will mein Geldkoffer! Der Koffer mit meinem Geld, du weißt Bescheid! Boah, fett! Geldkoffer! Arschfett, wo ist der, Mann? Jetzt hör auf mit diesem scheiß Fettgequatsche! Sonst knall ich dich jetzt schon ab! Nicht in der Nachkeit, mach mal das! Da bist du gehackt, Fleisch, Junge! Boah, die Koffer, da wird alle gut! Hey, Mann! Hey, sag mal dein Boss, ich hab keinen Koffer. Hey, super fett, ehrlich, Mann. Madonna, wer hat diesen scheiß Koffer dann? Wer hat diesen scheiß Koffer? Ja, jetzt wird das schon zugeben, wenn er den hätte. Madonna. Hat nichts Koffer, musst du gehen lassen. Madonna, wo ist dieser Koffer bloß? Wo ist er? Was sag ich jetzt meinem Vater?
Was sage ich ihm bloß? Egal. Jungs, kommt. Gehen wir, lasst den da unten. Ich glaube aber, der hat ihn trotzdem, ey. Ach, der hat ihn nicht. Und macht eure Knarren weg. In der Nähe sind Bullen. Boah, war das knapp. Ich brauche jetzt erstmal eine doppelte Ladung von meinen Babys. Unser Don möchte mit Ihnen sprechen. Aber warum? Grüezi, Herr Nervetta. Ich kann alles erklären. Es waren absolute Vollprofis. Das ist mir egal. Aber... Nicht! Dann, gleich kommt der Filio. Er hat schlechte Nachrichten. Ja, so früh. Ah, soll er reinkommen. Na, no, Papa. Nee, nee. Ich hab gehört. Du hast schlechte Nachricht. Sag's mir, wie viel Geld fehlt? Na, no, Papa, viel schlimmer. Wie viel? Ja, schon ein bisschen viel an Don. Was bringst du mir für Idioten, Angelo? Ah, Papa, wer ist das? Ich kenn sie selber nicht. Ich kann sie sowieso nicht leiden. Aber vielleicht wissen die was. Was nicht leiden? Was glaubst du, wenn du vor dir hast? Wir haben dir Leben gerettet, Angie. Ja, Angie. Mir alles ist scheißegal. Ich will mein Geld. Das muss gereicht haben. Hast du das gesehen? Oh Mann. Scheiße! Papa! Papa, wie konnte das passieren? Verdammte Scheiße! Papa! Verdammte Scheiße! Aber alles hat seine Vorteile. Eigentlich gar nicht schlecht. Nein, nicht schlecht. Don Angiolo! Allora, bambini, jetzt fehlt uns nur noch der Koffer zum totalen Glück. Gangster, so cool like Coolio. Be
kein Schlot, bin ziemlich schlimm. A real heavy gangster, so cool like Coolio. Ich kann nichts dafür, tut kein Sinn, also. Solem, solem, an alle Bröder hier, beherrsche meine Knarre, wie ein Musketier. Bin immer voll am Suchen, nach Drogen und nach Stress. Ess immer voll wie Döner und niemals selber Käse. Geschäfte mit der Mafia, für mich kein Problem. Für kleine deutsche Weichei bin ich zu extrem. Labo, 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 nur labert hier herum. Ich fress die Chipillen und ein Schwanz ist krumm. Manchmal bin ich Wichser, manchmal voll korrekt. Manchmal hab ich Schlag in mein Messer eingesteckt. Ich hab auch keine Angst vor schlimmen Geisterbahn. Vielleicht vor Syrern, es geht dich gar nichts an. Raub, Elefanten, Premium mit linker Hand. Weil ich cool bin, hast du schon erkannt. Fahre ganz viel Essen zu treffen und süße Maus. Meistens flieg ich gleich im Zug, meistens rasch zu Hause. The coolest motherfucker you've ever seen. Ja, ich bin ein Gangster, bin ziemlich schlimm. A real heavy gangster, so cool like Coolio. Ich kann nichts dafür, Türken sehen, also. The biggest motherfucker in the whole wide world. All he wants to do is to fuck the girls. Makes his life complete. He lives in a dangerous way, even ghetto, where you must be afraid of your own shadow. Don't cross his way, don't make him sick. Stay away of him or suck his dick. Ja, der hat schon recht, der Rapper da. Ich bin ziemlich gefährlich und so. Sind nicht alle Türken so schlimm. Ich bin ganz besonders schlimm. The coolest motherfucker you've ever seen. Ja, ich bin ein Gangster, bin ziemlich schlimm. The coolest motherfucker you've ever seen. Ja, ich bin ein Gangster, bin ziemlich schlimm. A real heavy gangster, so cool like Coolio. Ich kann nichts dafür, Türken sind also.